Ist euch auch schon aufgefallen, dass, nachdem die Wahlen in Thüringen vorbei waren, plötzlich der Wind in Richtung BSW ziemlich rau weht? Ich meine, in der letzten Sendung von Mioska, vor knapp 10 Tagen, mit Frau Wagenknecht, wurden ziemlich heftige Verbindungen herbeiassoziiert. Beispielsweise hat man mehrere Einspieler verwendet, die eine Art Verwandtschaft in der Ausdrucksweise zwischen Björn Höcke und Frau Wagenknecht demonstrieren sollten. Und das ist schon heftig. Vor allem, wenn man weiß, wofür ihr Höcke angeblich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht. Und wenn man sich das dann auf der Zunge zergehen lässt, dann fällt einem zwangsläufig auf, dass die ganze Suppe gewaltig komisch schmeckt. Denn scheinbar war es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk genehm, sich die ganze Zeit zurückzuhalten. Genau wie die CDU und die anderen Parteien. Nur, um im Kollektiv die AfD zu schwächen. Aber jetzt plötzlich werden Geschütze hochgefahren. Dann heißt es nur noch Stalin-Kommunisten, Linksextreme und vieles mehr. Was nur einen Schluss zulässt. Der Rundfunk ist ein strategisches Propagandaorgan der etablierten Parteien, die eben nicht ihren Vorzug der linken Ideologie einer gerechten, von Gleichheit geprägten Welt geben, sondern sich machtpolitisch ganz klar aussprechen. Und das nimmt schon eine Portion von diesem moralischen Hochmut, mit dem man ja sonst das Medienprogramm halbwegs ideologiegeleitet entschuldigen konnte. Doch hören wir uns mal am besten an, was die Professorin für Europapolitik Ulrike Geroth zu sagen hat. Das wird spannend. Los geht's. Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Um das vorab zu sagen, ich bin dezidiert dagegen, dass wir im Sprachgebrauch bei der Kommentierung dieser Wahl ja erleben, dass immer von den sogenannten demokratischen Parteien gesprochen wird und von den sogenannten nicht-demokratischen Parteien. Und diese nicht-demokratischen Parteien sind dann vermeintlich die AfD und eben auch BSW. Wobei wir ja jetzt auch in den letzten 2, 3 Tagen vermehrt sehen, dass sozusagen von der Technik der Kommunikation jetzt eben auch AfD und BSW zusammengedrängt werden. Ja, also es ist völlig klar, dass wir eine polarisierte Diskurslandschaft haben und auch einen Duktus, der so tut, als gäbe es legitimierte demokratische Parteien und als seien die Protestparteien AfD und BSW sogenannte nicht-demokratische Parteien. Ja. Ich weise das entschieden zurück und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir im Blick halten müssen. Die Parteien, die gewählt sind, sind alles legitime und demokratische Parteien. Wenn wir das nicht annehmen, dann brauchen wir von Wahlen nicht mehr zu reden. Und allein die Tatsache, dass wir in den sogenannten Leitmedien jetzt diese sozusagen Verbalisierung haben, ja, also dass immer wieder so getan wird, als gäbe es nicht demokratische Parteien in Deutschland, das ist eigentlich schon die Erosion der Demokratie. Das ist eigentlich schon die Erosion der Demokratie. Denn wenn diese Parteien nicht demokratisch und legal oder legitimiert wären, dann wären sie verboten und dann würden sie nicht existieren. Und insofern finde ich das sehr verhängnisvoll, dass die Regierungsparteien, wer auch immer, die Ampelparteien oder auch die Leitmedien das jetzt so bemühen, ja, also sich hervorzuheben, wir sind das demokratische Spektrum, da gibt es jetzt ein sogenanntes nicht-demokratisches Spektrum und das sind die Protestparteien. So. Wenn man das, und ich glaube, jeder auf seiner Ebene müsste, also wir müssten uns alle bemühen, das aus dem Diskurs zu bekommen. Das wäre für mich das oberste Ziel, dass jeder, der irgendwo in der Familie am Stammtisch mit einer Freundin oder wie auch immer redet, dass jeder, wenn das Wort fällt, die demokratischen Parteien sofort eingrätscht und sagt, Moment mal, alle Parteien sind demokratisch, ja, weil es ist die Erosion der Demokratie. Alles richtig. Den kann man ja eigentlich kaum noch was hinzufügen, außer eines. Und ich weiß nicht, ob ihr das genauso empfindet, aber ich spreche jetzt einfach mal aus, was ich fühle, wenn ich über die Grünen denke. Denn jedes Mal, wenn eine Ricarda Lang, ein Robert Habeck, eine Annalena Baerbock, Noripurg, Eckerts und wie sie sonst noch alle heißen mögen, von demokratischer Mitte und einem Zusammenhalt gegen den Faschismus sprechen, bekomme ich persönlich eine mentale Krise. Wer bitte in Deutschland denkt ernsthaft, dass die Grünen eine Partei der Mitte sein sollen? Für uns alle wahrscheinlich, sind sie doch eine absolute egoistische, narzisstisch zentrierte Partei, die Schlitten mit Deutschland fährt, zumindest mit unserer Wirtschaft, mal davon abgesehen mit der Migration. Und dabei fällt einem eines auf, sie interessieren sich ein Teufel darum, was dem Allgemeinwohl der Bevölkerung dient. Und sie machen eigentlich nur Politik für ihr eigenes Klientel. Und zu diesen Leuten, die Grünen wählen, kann man Stand heute, wer es immer noch tut, nur noch eines sagen, dass sie entweder den Glauben an Gott verloren haben und deshalb auf diese Horrorgeschichten dieser Scheinerlöserpartei reinfallen, oder sie wurden von jung auf indoktriniert in unseren Institutionen. Und beides ist nicht gut, das gebe ich zu.
Aber es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Gründe zu finden sein, warum man diese Partei wählen konnte. Aber wenn wir jetzt mal einen harten Vergleich ziehen müssten zwischen den am meisten verachteten AfD-Politikern und den hyper-woken Grünen wie Baerbock, Ricarde, ihr kennt sie alle, dann sehe ich bei beiden tendenzielle Radikalitäten, das gebe ich zu, doch trotzdem mit einem riesengroßen Unterschied. Denn während ich Björn Höcke, wie es Gauland mal sagte, auch als Nationalromantiker betrachte, der wirklich noch die Hoffnung hat, Deutschland Restaurationskräfte wiederherzustellen und seine Bürger nicht für ein wirtschaftliches Zwangswachstum opfern zu wollen, was sich in der Massenmigration ausdrückt, sehe ich bei den Grünen echte Radikale. Sie werfen nämlich ein ganzes System gnadenlos und schleichend um, das nicht mehr reparabel sein wird, weil sie aus unserem Land ohne mehrheitliche Zustimmung, natürlich eingeleitet von der CDU, einen Vielvölkerstaat machen wollen, der ja schon in anderen vergleichbaren Ländern Europas wie Frankreich und England bitter gescheitert ist. Sie machen aus unserer Heimat ein Experiment und das haben sie nie laut gesagt, aber es ist Fakt. Und dass dieses Experiment uns auf lange Sicht die Heimat nimmt, unser Zuhause, oder es schon getan hat, das steht außer Frage. Aber genug aufgeregt, eigentlich sollte Frau Ulrike im Mittelpunkt stehen, deshalb gebe ich das Wort wieder zurück. Denn sie macht nun einen spannenden Vergleich zwischen der AfD und der BSW. Abonnieren nicht vergessen. Weiter geht's. Wenn wir das festgestellt haben, dann würde ich zugeben, dass natürlich BSW und die AfD klare programmatische Aussagen haben, dass es so, wie es ist, nicht weitergeht, dass sie einen entscheidenden Politikwandel haben wollen in verschiedenen Bereichen, Migration, Ukraine-Krieg, Corona-Aufklärung, um nur mal drei Punkte zu nennen, aber es gibt natürlich mehrere Punkte, soziale Gerechtigkeit, bei Sarah sehr stark, Sarah Wagenknecht sehr stark. Und dieser Protest ist legitim. Auch das sollten wir nochmal wirklich in den Diskurs bringen, dass Demokratie ist Kritik und Demokratie ist auch Protest. Ja? Und insofern ist auch der Begriff der Protestpartei eigentlich fast schon nicht zulässig, weil Partei ist Partei ist Partei. Und einen Politikwechsel zu verlangen, ist ja eigentlich genau das demokratische Spiel. Und inzwischen habe ich den Eindruck, dass wir einen Diskurs haben, der schon das diskreditiert. Also ein Diskurs, der schon sagt, wenn Parteien das Bestehende in Frage stellen, nämlich protestieren wollen gegen das, was ist, dass das schon nicht demokratisch ist. Und auch dagegen müssten wir uns beharrlich wehren. Ja, weil es ist die Aufgabe von Politik, ist den Streit zu inszenieren, die programmatische Alternative zu inszenieren und dem Protest Raum zu geben. Und irgendwie scheint mir, als hätten wir das kulturell verloren. Ich finde, wir haben das nicht verloren, sondern vielmehr wurde unsere Gesellschaft Opfer und wird noch Opfer von einer erzwungenen Zwangsverwerfung, die viele unserer Bürger in die direkte Abhängigkeit des Staates treiben. Ich meine deshalb auch solche perversen Gesetze wie das GEG, wo der Wirtschaftsminister selbst schon gesagt hat, dass er mal gucken wollte, wie weit er gehen kann. Aber letzten Endes hat er damit eine Misere verursacht. Eigentümer verlieren hohe finanzielle Polster, die sich ihr Leben lang aufgebaut haben. Der Immobilienmarkt wurde dramatisch geschwächt. Die Leute wissen gar nicht mehr, ob sie investieren sollen oder nicht, was auch dazu führt, dass überhaupt nicht mehr gebaut wird. Gleichzeitig gehen die Zinsen hoch und die Kreditsicherheit wurde entwertet. Und das ist einer der schlimmsten Faktoren. Und all das treibt unsere fleißigen Bürger in die raffgierigen Arme des Verteilungsapparates, der ja momentan Ampel heißt. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was im Hintergrund über Jahrzehnte schleichend passierte. Da hat niemand aufgepasst. Denn im Bildungssystem unserer Institutionen, Schulen, Universitäten und mittlerweile sogar die Kindergärten wurden und werden ganze Generationen an ideologischen Titten gesäugt, die im Verborgenen die Saat des Kulturkampfes in die Köpfe unserer Kinder pflanzen. Und das sind kraftvolle Multiplikatoren in allen Bereichen, die diese Agenda einfach wie in ein Deep State immer weiter vorantreiben. Und was dahinter lauern mag, kann Ihnen kein Experte mit Sicherheit vorhersagen. Denn es ist ja ein Experiment, das mit einer geringen, sehr geringen Wahrscheinlichkeit funktionieren könnte. Aber was haben wir danach für ein Land? Das kennen wir doch gar nicht mehr. Und da war der Betrug. Das wurde nie ehrlich kommuniziert, sondern im Gegenteil, man hat uns manipuliert. Erzählt, wir brauchen die Zuwanderung, wir brauchen qualifizierte Migration. Es kamen aber keine qualifizierte. Und trotzdem hielt dieses Argument bis heute noch an. Und genau aus diesen Lügen heraus, aus diesem Missachten des Volkswillens, ist die AfD und die Sarah Wagenknecht-Partei ins Leben gerufen. Denn eins haben die etablierten Parteien wohl vergessen. In einer Demokratie werden sich die Strömungen immer artikulieren. Und das denkbar Schlechteste, was man tun kann, ist dann zu glauben, man zähle zu den richtigen demokratischen Parteien. Die glauben, sie hätten das Recht, die Forderungen der Gesellschaft durch Moralisierung zu diskreditieren. Durch ihre persönliche Weltsicht. Dann werden natürlich Ursache und Wirkung standardgemäß verwechselt, was uns zur nächsten Szene führt. Abonnieren nicht vergessen.
weiter geht's. Bleiben wir bei dem Begriff des Systemwechsels. Ich würde auch gerne davon runterkommen. In meinen Augen, ob das jetzt der Wunsch von irgendwelchen Reichsbürgern ist oder nicht, ja, oder von wem auch immer, sei dahingestellt. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir, wenn wir die Polarisierung nicht weiter treiben wollen, dass wir auch rauskommen aus diesem Begriff des Systemwechsels, Systemparteien, Altparteien. Ja, weil das hat immer so ein bisschen die Insinuierung, da gibt es jetzt was Neues, da kommt ein neues System, eine wie auch immer geartete neue Bundesrepublik oder eine neue Verfassung. Ich halte das nicht für realistisch, sondern ich glaube tatsächlich, dass wenn wir die Absicht hätten, unsere Demokratie zu reparieren, zu heilen und zu kitten, dann müssten wir die Polarisierung darin überwinden, dass wir im Gegenteil sagen, nein, wir sind in einem System und dieses System funktioniert und innerhalb dieses Systems artikulieren wir berechtigte Kritik an der Regierung, an Fehlentscheidungen und so weiter. Wir wollen das korrigieren. Wir wollen eine andere Migrationspolitik, eine andere Sozialpolitik, eine andere Corona-Aufklärung. Wir wollen Frieden, meinetwegen. Ja. Aber die Absicht ist nicht, dass wir hier irgendwie Anführungsstriche Umsturzabsichten haben, ein neues System schaffen wollen und so weiter und so weiter. Ja. Und die Tatsache, dass der Diskurs da gerade so ein bisschen kippelig wird, also ne, Protest, System, Altparteien und so weiter, halte ich tatsächlich für eher gefährlich. Und ich glaube, wir würden uns allen einen Gefallen tun, wenn wir sagen, wunderbar, wir haben jetzt zwei starke Protestparteien. Die haben eine dezidiert andere Ausrichtung als die Regierungsparteien. Und es wäre schön, wenn sie diesen sozusagen diesen Protest und ihre politische, programmatische Ausrichtung im System artikulieren und zur Mehrheit bringen könnten. Das wäre schön, das würde viele Leute freuen und das wäre perfekt demokratisch. Gute Frau, gute Analyse, ich mag sie. Und wenn ihr mehr von ihr sehen wollt, lasst es gerne in den Kommentaren hören. Sie hat sehr viele, sehr interessante Sichtweisen, die mir geholfen haben, meine vielen Puzzleteile zu verbinden. Und das könnte bei euch auch so sein. Deshalb sagt Bescheid. Ach ja, ein Video noch, was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und für alle, die sich genauso wie ich für das Geschehen in der Ukraine interessieren, habe ich Patrick Barb ein Angebot. Seitdem ich sein Buch lese, explodiert mein Kopf. Eine knallharte Analyse darüber, wer von diesem Krieg profitiert und warum es überhaupt dazu kam. Einfach hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.